weil sie sonst mit der Aufnahme startet die Aufnahme. Moment, wie war das? Hallo. Ich verstehe definitiv gar nicht. Frau Saft. Okay, Frau Saft, sorry. Heute Abend so, für den Internationalen Tag der Gebärdensprache und die sich als Zuschauer dazu geschaltet haben. Mein Name ist Katrin Schauer. Das ist sehr unterschiedlich. Ich werde Sie über eine Generation. Ja, heute ist ein Sonntag, nämlich der Internationale Tag der Gebärdensprache. Geht das schon los? Ausgerufen worden. Tag der Gebärdensprachen ernannt, der 20. September. Dieser Tag hat eine weitere Bedeutung. Der 23. September war seit 1950. Also den Weltverband der Gehörlosen Menschen. Seitdem ist der Tag und seit 4 Jahren gibt es jetzt den Internationalen Tag der Gebärdensprache, weil es eben nicht nur um die ungehörlosen Menschen geht, sondern um die Gebärdensprache. Hatten 4 Jahren auch am Ende dieser Woche, die den 23. September abschließt, ein Deaf Week mit vielen Programmen und mit verschiedenen Veranstaltungen. Und es gibt jedes Jahr ein Motto. Und dieses Jahr ist das Motto: Wir gehen jetzt verschiedenen Buchstaben und freuen uns, dass Sie dabei sind. Das erste Buchstaben ist von der Musik. Schön, dass Sie sich eingeschaltet haben, sicherlich aus Deutschland, aber auch aus anderen Ländern, vielleicht auch aus anderen Städten, aus Zuschauern. Wir begrüßen die Bürger, die sich eingeschaltet haben, und wir hoffen, dass Sie alle bekommen und dass der Livestream funktioniert. Wir haben heute den 4. Internationalen Tag der Gebärdensprache, und das hat gerade schon gesagt. Der Tag ist ein ganz besonderer Tag. Wir haben Hosts und verschiedene Mitteilungen uns und der Sprache. Ganz interessant ist, dass wir verschiedene Menschen haben, die sich gemeldet haben, zum Beispiel auch das DMAS. Und die Bundesregierung haben auch etwas zum Thema der Sprache gepostet und sozialen Medien verbreitet. Auch einige Politiker, die sich versucht haben, in Gebärdensprache zum der auch und das freut uns natürlich sehr, dass dieser Tag eben auch die Aufmerksamkeit bekommt, die er eigentlich verdient und dass eben Gebärdensprache auch in den Medien sehr ist. An diesem Tag freut uns natürlich wirklich sehr. Ja, das mehr würde und der Internationale Tag auch wiedergewährt werden würde in den nächsten Jahren und mehr auf dieses Thema hingewiesen würde. Für uns ist das Thema Inklusion natürlich auch wichtig. Wir führen die Menschen, die Sprache lernen, die unsere Kultur kennen, die auch in der Gemeinschaft gehen und hier eben eine Sensibilisierung haben. Verschiedene Dinge hinweisen können. Es sind auch Politiker, die zu Wort kommen, groß worden. Das freut uns sehr. Wir haben einen ganz Ort persönlich. Das ist der Beauftragte für Menschen mit Behinderung. Er wird auch ein Wort sprechen. Das freut uns wirklich sehr. Und wir stellen Ihnen heute auch 2 neue Dinge vor. Einmal ist
Frauen. Und ein Thomas ist auch Arbeit von der Steuerdosenbund gab, die wir dann eben auch verbreiten wollen und auch Öffentlichkeitsarbeit machen wollen. Wir hoffen so, dass die sich das Thema von Menschen, die Erinnerung haben, das kommt später noch. Und wir werden auch eine neue Postkartenaktion starten. Und das wird sicher ein Giveaway sein, was Sie dann auch nutzen können, wenn sehr viel vorbereitet, insofern Sie die Hand bestellen. Mit unserer Veranstaltung beginnen wir auch das Thema Öffentlichkeit nochmal aufgreifen. Wir werden natürlich auch noch darauf hinweisen und freuen uns, dass Sie eingeschaltet haben und dem Thema folgen, was der WFD zu diesem Tag auch ausgerufen hat. Wir werden für Menschenrechte, das ist sicherlich ein ganz, ganz wichtiges Thema, und dieses Thema haben wir aufgesetzt, nicht so in der Sprache, wir werden für Menschenrechte. So sieht es in der Sprache aus. Und da werden auch verschiedene Grußworte und verschiedene Statements dazu gehalten werden. Das ist ein 20-minütiger Film. Und wir werden uns auch Fachbereiche und Fachbereiche der Deutschen Gehörlosenbund, was für uns bedeutet. Ich wünsche Ihnen jetzt viel Spaß. Genießen Sie das. Werden Sie ein bisschen erfahren und sind auch gut erhoben in der Feier. Uns einsetzen. Ja. Ein Grußwort von Kerstin. Sie ist parlamentarische Staatssekretärin für Arbeit und Soziales. Und wird ein geschickt, ungefähr 4 Minuten. Guten Abend. Ich freue mich, dass ich Ihnen heute eine Videobotschaft des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales überbringen kann. Es ist schön, dass der Internationale Tag der Gebärdensprache bereits zum 4. Mal stattfindet und sich damit fest etabliert hat. Herzliche Grüße sende ich Ihnen auch vom Bundesarbeitsminister Hubertus Heil. Zuallererst herzlichen Dank, dass Sie sich alle so intensiv dafür einsetzen, dass Gebärdensprache eine immer bekanntere Sprache wird und dass wir gemeinsam für mehr Inklusion eintreten können. Inklusion heißt für mich auch, dass alle Menschen sichtbarer Teil unserer Gesellschaft sind, und zwar ganz selbstverständlich. Dass es eben nicht ungewöhnlich ist, dass auch Gehörlose bei Let's Dance mittanzen, wie Benjamin Pivko, bei Germany's Next Topmodel dabei sind wie Anna-Maria Szymanski oder beim Supertalent die Zuschauerinnen und Zuschauer zu Tränen rühren wie Raphael Evitan Grombelka. Ich finde, das öffentlich-rechtliche Fernsehen kann sich daran ein Beispiel nehmen, dass Diversität auch im Unterhaltungsprogramm gelebt wird. Diese Alltäglichkeit und das Erleben sind wichtig, um den Zusammenhalt zu stärken. Um unserem gemeinsamen Ziel einer inklusiven Gesellschaft näher zu kommen, müssen aber auch immer weiter Barrieren abgebaut werden. Wir konnten in der Politik in den vergangenen 4 Jahren an einigen Punkten wichtige Fortschritte machen. Einheitliche Ansprechstellen für Arbeitgeber werden eingerichtet. Damit sollen Arbeitgeber praktische Unterstützung erfahren, um endlich mehr Menschen mit Behinderung einzustellen. Die Erhöhung der Ausgleichsabgabe, eine meines Erachtens richtige Forderung, hat leider noch keine Mehrheit gefunden. Wir haben die Barrierefreiheit beim Zugang zu Informationen und Kommunikation für die Zukunft gesetzlich festgeschrieben. Auch der Zugang zur Notrufkommunikation hat sich verbessert. Die Vorbereitungen für ein Bundesprogramm für mehr Barrierefreiheit laufen. Dabei sollen besonders die Kommunen unterstützt werden und die Initiative Sozialraum inklusiv ausgebaut werden. Weitere wichtige Umsetzungsschritte beim Bundesteilhabegesetz sind in Kraft getreten. Und mit dem Teilhabebericht haben wir die bisher größte Erhebung zur Teilhabe von Menschen mit Beeinträchtigung und Behinderung in Deutschland veröffentlicht. Ich habe mich gefreut, dass das Bundesministerium für Arbeit und Soziales Projekte des Deutschen Gehörlosenbundes durch Mittel des Partizipationsfonds unterstützen konnte. Aber es ist noch viel zu tun auf dem Weg zu einer inklusiven Gesellschaft. Auch in der nächsten Legislaturperiode möchte ich dafür eintreten, dass Angebote ausgebaut werden und Rahmenbedingungen sich verbessern.
beispielsweise für die Arbeitsassistenz oder bei dem Zugang zu Gesundheitsinformationen für gehörlose Menschen bzw. allgemein bei der gesundheitlichen Versorgung. Ich freue mich, dass wir ab Oktober bei uns im Bundesministerium für Arbeit und Soziales Gebärdensprache als Sprachkurs für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anbieten. Ich wünsche mir, dass wir gemeinsam noch viel erreichen. Das BMAS und ich persönlich, wir stehen an Ihrer Seite und ich kann Sie nur ermuntern. Bleiben Sie so engagiert, bleiben Sie ausdauernd und beharrlich. Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit. Und mein Wunsch für Ihre Veranstaltung, ich versuche es in Gebärdensprache, viel Spaß heute Abend. Sehr geehrter Herr Büther, liebe Teilnehmerinnen und liebe Teilnehmer, ich möchte mich sehr herzlich für die Gelegenheit bedanken, heute zum 4. Internationalen Tag der Gebärdensprache als Behindertenbeauftragter der CDU-CSU-Bundestagsfraktion zu Ihnen sprechen zu dürfen. Gehörlose Menschen haben ein Recht darauf, gleichberechtigt mit anderen Menschen zu kommunizieren. Dazu gibt es die Gebärdensprache. Das Recht auf Verwendung der Gebärdensprache ist vielfach geregelt, vor allem natürlich als Menschenrecht in der UN-Behindertenrechtskonvention. Sie sprechen es mit dem Motto Ihrer Veranstaltung an, aber auch an verschiedenen Stellen im deutschen Recht, so zum Beispiel im Behindertengleichstellungsgesetz oder auch im Sozialgesetzbuch. Das ist die abstrakte Ebene. Viel wichtiger ist aber die Gehörlosenkultur. Die Kommunikation in Gebärdensprache ist untrennbar mit der gesellschaftlichen Teilhabe gehörloser Menschen verbunden. Dies kann, und jetzt wird es konkret, unter Umständen sogar lebensrettend sein. Lassen Sie mich hierzu auf zwei aktuelle Beispiele eingehen. Ich denke zum einen natürlich an die weltweite Corona-Pandemie. Sie hat uns vor Augen geführt, wie wichtig es ist, dass Informationen über die Entwicklung der Pandemie auch in Gebärdensprache übersetzt werden. Zu Beginn der Pandemie gab es hier noch einige Probleme. Aber längst ist es selbstverständlich. Ansprachen der Bundeskanzlerin oder Informationen des Bundespresseamtes und viele Informationen der Ministerien, aber auch des Robert-Koch-Instituts werden in Gebärdensprache gesendet. Im YouTube-Kanal des Bundesgesundheitsministeriums gibt es mittlerweile eine sehr umfangreiche Palette mit Informationen in Gebärdensprache, insbesondere zum Coronavirus. Ich bin sehr dafür, derartige Angebote auch über das Thema der Corona-Pandemie hinaus weiter auszubauen und werde mich gerne dafür einsetzen, dass die neue Bundesregierung nach der Bundestagswahl entsprechend tätig wird. Wir dürfen aber auch insgesamt in unserem Bemühen nicht nachlassen, die barrierefreie Kommunikation für hörbehinderte und gehörlose Menschen weiter zu verbessern. Dies führt mich zu meinem zweiten Beispiel. Wir haben die schlimmen Bilder noch vor Augen. Vor wenigen Wochen wurde Deutschland von extremen Unwettern heimgesucht. In Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz haben Starkregenfälle und das anschließende Hochwasser in weiten Teilen für Verwüstungen gesorgt. Durch die Wassermassen sind mindestens 170 Menschen ums Leben gekommen. Als Behindertenbeauftragter der CDU-CSU-Bundestagsfraktion hat mich insbesondere das schreckliche Schicksal der 12 Menschen in Wohneinrichtungen für Menschen mit Behinderung in Sinzig erschüttert, für die jede Rettung zu spät kam. Dieses Schicksal hat uns einmal mehr vor Augen geführt, wie wichtig es ist, bei der Neugestaltung unserer Warnsysteme deren Barrierefreiheit von Anfang an mitzudenken. Schließlich verpflichtet kein Geringerer als Artikel 11 der UN-Behindertenrechtskonvention auch Deutschland dazu, alles zu tun, um die Gefahrensituationen, den Schutz und die Sicherheit von Menschen mit Beeinträchtigungen zu gewährleisten. Zum Ende dieser Wahlperiode haben wir im Deutschen Bundestag das Telekommunikationsmodernisierungsgesetz verabschiedet.
indem wir nach langem Vorlauf die vertraglich vereinbarte Einführung einer Notruf-App für gehörlose und hörbehinderte Menschen auch gesetzlich verankert haben. Das alleine reicht aber nicht. Für Menschen mit wie ohne Hörbehinderungen muss auch in der Praxis gelten, blinde Flecken im Warnsystem müssen wir schließen, damit sich die Menschen in unserem Land auf ein gut aufgestelltes und zuverlässiges Warnsystem in Krisenlagen und Gefahrensituationen verlassen können. Wir wollen die Warnmedien modern und zielgerichtet gestalten, um sicherzustellen, dass Warnungen auch in Zukunft den richtigen Empfängerkreis schnell erreichen, muss der Warnmix aus digitalen und analogen Medien fortwährend und dann natürlich auch barrierefrei angepasst werden. So sollten die Warnmedien zum Beispiel akustisch und visuell so ausgeprägt sein, dass gehörlose Menschen und Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen eine Gefahrenlage schnellstmöglichst wahrnehmen können. Beispielsweise durch eindeutige Symbole oder Bilder, die das Ereignis benennen. Ich weiß, dass der Deutsche Gehörlosenbund insbesondere auch darauf hinweist, dass das neue Handywarnsystem Cell Broadcasting barrierefrei sein müsse. Sie haben mich hier auf Ihrer Seite. Ich habe kürzlich unseren Bundesinnenminister Horst Seehofer kontaktiert und ihn gebeten, das Thema der Barrierefreiheit bei der Neugestaltung der Warnsysteme unbedingt zu berücksichtigen. Sehr geehrter Herr Büter, liebe Teilnehmerinnen und liebe Teilnehmer, bei diesen wie bei vielen anderen Themen ist es wichtig, dass Sie als Deutscher Gehörlosenbund Impulse und Anregungen liefern, damit wir dies bei unserer Teilhabepolitik berücksichtigen können. Das ist gelebte Partizipation nach der UN-Behindertenrechtskonvention. Da ich noch nicht weiß, ob ich das Amt des CDU-CSU-Behindertenbeauftragten auch in der nächsten Wahlperiode ausüben darf, am Anfang steht die Entscheidung der Wähler, möchte ich mich bei der heutigen Gelegenheit für den guten und fruchtbaren Austausch mit Ihnen in den letzten Jahren bedanken. Und ich freue mich schon jetzt auf ein Wiedersehen. Herzlichst, Ihr Wilfried Oellers. Sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass der Deutsche Gehörlosenbund mich heute eingeladen hat, ein Grußwort bei Ihrer Veranstaltung zu sprechen. Sie feiern heute den 4. Internationalen Tag der Gebärdensprache. Es ist gut, dass Sie sich gemeinsam treffen, zusammenschließen und Aktionen für die Bekanntheit der deutschen Gebärdensprache als eigenständige Sprache anstoßen. Als Politiker erlebe ich immer wieder, wie schwer es für gehörlose Menschen ist, ganz selbstverständlich an politischen Veranstaltungen teilzunehmen. Letzte Woche habe ich ein Online-Gespräch mit Verena Bentele über den Stand der Inklusion in Deutschland geführt. Erst 24 Stunden vor der Veranstaltung ist es meinem Büro gelungen, zwei Dolmetscherinnen für deutsche Gebärdensprache zu finden, die die Veranstaltung verdolmetschen. Ohne die Dolmetscherinnen hätte die Veranstaltung nicht stattfinden können, denn eine Veranstaltung über Barrierefreiheit, barriereunfrei zu machen, das geht gar nicht. Das hat mir noch einmal gezeigt, wie schwierig es ist, Dolmetscherinnen und Dolmetscher zu finden. Ich hoffe, dass Ihre selbstbewussten Kampagnen dazu beitragen, mehr Menschen von der Schönheit der Gebärdensprachen zu überzeugen. So haben vielleicht auch mehr Menschen Lust, Dolmetscherinnen und Dolmetscher zu werden und den Austausch von hörenden und gehörlosen Menschen zu fördern. Und dieser Austausch soll sich natürlich nicht nur auf Themen der Inklusion erstrecken. Als ich neu in den Bundestag kam, habe ich erfahren, dass die einzigen Plenardebatten, die gedolmetscht wurden, die waren, die einen Bezug zu behindertenpolitischen Themen haben. Und das ist schon ein starkes Stück. Gehörlose und schwerhörige Menschen haben das gleiche Recht auf volle politische Teilhabe wie alle anderen Bürgerinnen und Bürger. Es war nicht in Ordnung, dass gehörlose Menschen bislang nur einen Bruchteil der Bundestagsdebatten direkt verstehen konnten. Daher habe ich mich in dieser Legislaturperiode massiv für eine Ausweitung der barrierefreien Übertragung der Debatten eingesetzt.
Und das ist mir auch gelungen. Nachdem der Haushaltsausschuss die Mittel bewilligt hatte, hat es lange gedauert, bis bei dem europaweiten Ausschreibungsverfahren ein Anbieter gefunden werden konnte, der das beachtliche Volumen von 800 bis 1000 Stunden Live-Bildmaterial stemmen konnte. Jetzt werden alle Bewegtbilder des Bundestages untertitelt. Auch die Verdolmetschung der Debatten ist seit Februar ausgeweitet worden. Die Kernzeitdebatten des Bundestages, donnerstags und freitags vormittags, werden in die deutsche Gebärdensprache verdolmetscht. Damit dürfen wir uns aber noch nicht zufrieden geben. Wenn ich auch dem 20. Deutschen Bundestag angehöre, was ich hoffe, werde ich mich weiter dafür einsetzen, dass alle Debatten verdolmetscht werden. Ich wünsche Ihnen nun spannende Diskussionen und viel Freude beim Feiern der Gehörlosenkultur. Hallo, ich hoffe, es geht Ihnen allen gut. Herzlichen Glückwunsch zum Internationalen Tag der Gebärdensprache. Danke, dass Sie mich eingeladen haben, hier ein kurzes Grußwort zu halten. Ich tue das vom Schreibtisch aus heute Vormittag. Ich habe eine kurze Veranstaltungspause. Wir sind alle mitten im Wahlkampf. Ich lese gerade noch mal das grüne Wahlprogramm in all seinen Facetten, um auf alle Themen vorbereitet zu sein, die mich bei Veranstaltungen Land auf Land ab im Moment beschäftigen. Ich weiß, dass Sie eine schwere Zeit hinter sich haben, dass die Corona-Pandemie für alle Menschen in diesem Land schwer gewesen ist. Das ist, glaube ich, eine Binsenweisheit. Das wissen wir alle. Was aber wenig gesehen wird, ist, wie sehr Menschen mit Behinderungen, wie sehr Menschen, die gehörlos sind, alleingelassen worden sind in diesen letzten anderthalb Jahren. Ich kann mich noch daran erinnern, wie es gelaufen ist am Anfang, als wir alle hoch verunsichert waren und total angewiesen waren darauf, dass die Bundesregierung uns Informationen darüber gibt, was jetzt Phase ist, wie wir zu handeln haben und um uns selbst und andere zu schützen und wie Sie als gehörlose Menschen in diesem Land einfach außen vor geblieben sind. Und das hat sich ja, wenn man ehrlich ist, in der gesamten Zeit auch nicht wirklich verbessert. Und daran sieht man, wie wichtig es ist, dass Sie als Menschen selbst für ihre Rechte eintreten, dass sie sich in ihrem Verband organisiert haben, dass sie tolle Leute an ihrer Spitze haben, die ohne Unterlass in Berlin an den Türen klopfen, um endlich auf die Situation gehörloser Menschen in diesem Land aufmerksam zu machen. Sie verstehen sich als kulturelle Minderheit. Sie verstehen sich als Gemeinschaft. Viele andere Menschen blicken auf Sie als Menschen mit einer Beeinträchtigung. Viele Menschen blicken auf Sie und denken, warum lassen die sich kein Cochlea-Implantat einsetzen und ihre Behinderung wegmachen? Wir müssen weiterhin dafür sorgen, dass immer mehr Menschen verstehen, dass sie ein Recht darauf haben, ihre Sprache zu pflegen, ihre Kultur zu pflegen. Und dass wir als Mehrheitsgesellschaft in der Verantwortung stehen, die Strukturen zu bilden, die ihnen die volle und gleichberechtigte Teilhabe ermöglichen. Deswegen bin ich froh, dass wir so sehr und in so gutem und engem Austausch stehen. Und ich hoffe, dass das auch zukünftig der Fall sein wird. Ich bin zuversichtlich, dass ich auch im nächsten Bundestag die Interessen behinderter Menschen vertreten darf. Und ich wäre sehr glücklich, wenn wir unsere gut gepflegte Kooperation miteinander fortsetzen und wo es geht, vielleicht noch intensivieren würden. Liebe Damen und Herren und einzelne Freundinnen und Freunde unter Ihnen, wir stecken in einem Bundestagswahlkampf, der wirklich wichtig ist, in dem ganz viel Musik liegt, weil Veränderung in der Luft liegt, weil viele Menschen
sich wünschen, dass diese Gesellschaft inklusiver, dass sie gerechter, dass sie nachhaltiger wird. Und ich bitte Sie, schauen Sie sehr genau darauf, welche Parteien Sie wählen. Ich persönlich würde mich freuen, natürlich, wenn Sie Ihr Kreuz bei Bündnis 90 Die Grünen machen. Aber letztendlich ist es wichtig, dass Sie demokratisch wählen, dass Sie alle Programme sehr genau anschauen und dann entscheiden, von wem Sie meinen, am besten vertreten zu werden. Und jetzt wünsche ich Ihnen erstmal einen wunderbaren internationalen Tag der Gebärdensprache und schicke Ihnen ganz liebe Grüße. Auf bald! Liebe Teilnehmerinnen, liebe Teilnehmer, leider kann ich heute nicht bei Ihnen, bei euch persönlich teilnehmen. Dennoch sende ich auf diesem Wege meine herzlichen Grüße und viel Erfolg für eure heutige Veranstaltung. Für die Linke ist es wichtig, dass die Gebärdensprache als Teil von Inklusion und Teilhabe tatsächlich Bestand hat, auch in der heutigen, in unserer Gesellschaft. Wir haben als Fraktion Die Linke im Deutschen Bundestag sehr häufig versucht, weiter Barrieren abzubauen, Barrieren zu überwinden und auch die Gebärdensprache mehr zu fördern und mehr im Alltag für alle zugänglich zu machen. So ist es auch mein persönliches Anliegen gewesen, dass wir insbesondere auch die Möglichkeit im schulischen Kontext, also im Unterricht, schaffen sollten, dass Gebärdensprache Teil auch des Schulunterrichtes wird, damit nicht nur Menschen, die sich mit Gebärden verständigen, sondern auch Menschen, die lautsprachlich sich äußern und kommunizieren, auch die Möglichkeit haben, auf Augenhöhe mit Gebärde zu kommunizieren. Leider, die letzten 4 Jahre im Deutschen Bundestag haben es gezeigt, dass alle unsere Anträge zu vollumfänglicher Barrierefreiheit stets durch CDU, CSU und SPD abgelehnt worden sind. Das bedauere ich zutiefst. Wir hatten unter anderem vorgenommen, nicht nur die Dienstleistungen barrierefrei zu gestalten, sondern auch bauliche Barrieren abzubauen. Und da gehört es eben auch dazu, dass man Blindenleitsysteme installiert und Hörschleifen vorhält. Leider ist uns das nicht gelungen. Aber, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, es bleibt ja der Blick nach vorn und wir wählen demnächst den 20. Deutschen Bundestag, dem ich hoffentlich auch wieder angehören werde. Und dort steht auf meinem Zettel ganz oben, weiter für Barrierefreiheit in allen Bereichen, insbesondere aber auch in der Privatwirtschaft zu kämpfen. Dafür setze ich mich ein und ich hoffe, nach dem 26. September weiter mit Ihnen, mit euch im Gespräch zu bleiben, dass wir weitere Vorhaben gemeinsam besprechen können und dann auch gemeinsam aktiv werden. Lieber Herr Vogel, liebe Frau Kaufmann, sehr geehrter Herr Kleefeld, freue mich sehr, dass Sie anlässlich des Tages der Gebärdensprachdolmetschung einmal mehr eine Veranstaltung durchführen. Wir sind uns sehr einig dabei, dass die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention auch die Verwirklichung unseres eigenen Grundgesetzes Artikels 3 Absatz 3 Satz 2, dass niemand wegen seiner Behinderung benachteiligt werden darf, dass wir Anrecht auf Inklusion, auf Teilhabe für jedermann in Deutschland haben, noch einen sehr weiten Weg vor uns haben. Dafür haben wir die letzten 4 Jahre gemeinsam gestritten. Ich hoffe sehr, dass wir das genauso gemeinschaftlich in den nächsten 4 Jahren tun, allerdings mit mehr Erfolg, als das in den letzten 4 Jahren der Fall gewesen ist. Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung, für Ihre Eingaben, für Ihren Input, für Ihren Support. Ich hoffe, wir bleiben in engem Kontakt, wünsche Ihnen für den heutigen Abend alles Gute und für Ihr Engagement noch einmal ganz herzlichen Dank. Wie stellst du dir den Alltag eines tauben Kindes in einer Regelschule vor? Wie stellst du dir das Zusammenleben eines tauben und eines hörenden Menschen in einer Wohngemeinschaft vor?
Hallo? Hallo? Ist da jemand? Hallo? Nein? Nein? Hallo? Ach so, ja. Mhm, die ist da. Ja, stimmt so. Nein, hier ist auch nicht so. Ein Stück ist meins. Denn ich habe ja für dich bestellt. Wie stellst du dir die Kommunikation zwischen Hörenden und Tauben in einem Taubenrestaurant vor? Hallo, ich bin Burger, der Bier bestellt. Hallo, haben Sie mich gehört? Ich möchte was bestellen. Na endlich. Hallo? Verstehen Sie mich? Sprechen Sie Deutsch? Hello? Do you understand me? I would like to have something to eat, please. Nein, Quatsch. So ist das nicht. Es gibt bilingualen Schulunterricht. Weißt du, wir haben auch Rechte. Die deutsche Gebärdensprache ist eine anerkannte Sprache. Nein, nein. So ein Quatsch. Wir Tauben können selbstständig wohnen, einkaufen, leben und Auto fahren. Wir Tauben haben Rechte. Entspann dich. Das hier ist ein Taubenrestaurant. Bitte gebärde hier. Alles klar, Kinder. Was glaubt ihr? Sind alle Menschen gleich oder unterschiedlich? Die Menschen sind unterschiedlich, aber vor dem Gesetz sind wir alle gleich. Genau.
Hörende kennen alles. Auch Gebärden.
selber, Alber. Wurde also. Wurde. Aber wurde. Der Bär, du bist du, was? Einer, du bist du, ein, du bist du, ein, du bist du,
Es ist auch barrierefrei durchgeführt werden muss. Zum Beispiel bei der Deutschen Bahn ist es wichtig, dass alle Informationen per Video, zum Beispiel Monitore im Bahnhof, sichtbar ist. Im Moment ist das nicht möglich. Dafür fordere ich die Deutsche Bahn in Zukunft, dass auch Gebärdensprache mit den Informationen im Monitor kommen soll. Ich hoffe, dass in Zukunft vielleicht möglich ist. Der Ansprechpartner des Toten angenommen hieß es für Zielgruppe. Fritz, des Toten angenommen hielt 30 und 2000 was. Bam. Trotzdem
Jahre unzufrieden. Das ist ein Projekt, der mir was Forderung an der Anpassung der Durchschnitt gesetzlich Renteversicherung für behinderte Rente. Und für bis zu der Gesetzbuch 9 Juli 2001 mit Schule, Ausbildung und so weiter verbiete auf keine Dolmetscher zum Berufsauswahl wenig Berufsschule und bestimmte Beruf einfach Lehren, Kochen und so weiter. Und jetzt ist eine Rente. Das ist so, das ist für die Ordnung. Brauchen wir Renteversicherung und Schädigung. Sehr brav. Thank you.
softly, just break it to me softly. Be straight with me, but gently, tender before you kill me. Bow, bow. I love you. Calmly, I don't freak out in public. Take me outside and crush me over a cup of coffee. Ow, ow. What a joke, what a joke. Thank you.